Gibt es Neuigkeiten aus Wehrheim? Werheim soll wohl den Gerüchten zufolge nach von Answin erobert worden sein. So sagten zumindest unsere Späher. Sie haben sich mit seinem Heer unterhalten und sie waren durchaus erpicht, uns diese Nachrichten zu überbringen. Der Oberst vom Roten Mond, Hieroband von Liliengrund, hat wohl diese Kunde berichtet und dann gemeinsam mit seiner kleinen Kompanie davon gesprochen. Leomar vom Berg verweilt derweil dort, allerdings vermissen sie eine weitere Führerin ihrer Armee. Diese wollen sie wohl den Gerüchten nach befreien. Sie ziehen in Richtung der Trollpforte. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Wenn ihr euch ihnen anschließen wollt, sie mögen zwar dem Mittelreich nicht zugetan sein, aber sie sind durchaus von kultureller Herkunft und wissen, mit Fremden umzugehen. Das Wie Hause geht sich? Rabenmund und das Hause Mersing waren nie wirklich verbrüdert, aber doch, man kann ihm die Kultur nicht absprechen. Es ergibt sich derzeit leider, dass wir bereits zu anderen Zwecken unterwegs sind. Nun, ganz wie ihr mögt. Wir teilen das Fleisch, was wir haben, mit euch. Weitere Informationen, die ihr von ihm haben wollt. Hat er irgendwas über den Drachen gehört? Dann habe ich nichts. Gibt es Neuigkeiten über das, wie heißt der nochmal, dieser Lulgamon-Paktierer, wie heißt der nochmal, Geierkind. Geierkind? Geierkind ist hier nicht gesehen worden. Sie wissen nicht, wer das ist. Sie haben nie von irgendwelchen Leugramot-Paktierern hier gehört. Asmodeus? Auch nicht. Auch nicht, nee, kennen Sie nicht. Sie wissen allerdings, dass vor einiger Zeit Sancta Boronia belagert worden ist, und zwar von dem Herrscher von Alzol, Lucardus von Kemet. Den Namen spricht er selbst nicht aus, weil der Name verflucht ist. Als ehemaliger Golgariten-Oberst. Aber er wird ihn so umschreiben, dass ihr wisst, wer gemeint ist. Was heißt denn vor einiger Zeit? Nun, nachdem die Tore aufsprangen und die Untoten durch das Trogtal schwappten, da begab es sich, dass ein Nebel sich um Sancta Boronia legte, der alles verhüllte und Paktiran schadete, woraufhin ein Großteil voranzog. Die Schlacht von Werheim tobte und kurz danach war Lucard, dieser Golgariten-Oberst, der ehemalige, der Herrscher von Alzol, war dann vor Ort. Also kurz nach der Verstehe. Schlacht Also von die Werheim. Belagerung hat da nicht lange angedauert. Nein, sie kamen wohl nicht wirklich durch den Nebel hindurch und standen dann viele lange Stunden davor, viele lange Tage. Dann haben sie sich wieder zurückgezogen. Verstanden. So könnt ihr am nächsten Tage, ausgeruht, mit frischen Vorräten im Gepäck in Richtung Norden reiten. Immer der kleinen Straße in Richtung Pulverberg folgend, da könnt ihr dann aber auch erkennen, wie jetzt tatsächlich dann die Überreste vom Heerwurm sich hier in die Wälder auch geschlagen haben. Die Bäume, die links und rechts neben euch am Rande stehen, sehen tot aus, als ob sie verbrannt wären. Die Rinde ist nur noch weiße Asche, sie stehen aber trotzdem immer noch da, und auch wenn der Wind so ein bisschen an ihnen rüttelt, verfallen sie nicht in Asche, sondern bleiben so stehen. Und das ist auch Es ist auch kein Schnee, der jetzt auf den Bäumen liegt, sondern es ist tatsächlich einfach tot. Tot und verbrannt, vergilbt, von einer namenlosen Seuche ergriffen. Und die Hügellande sehen ebenso fürchterlich aus. Auch das ist kein Schnee, sondern totes Land. Die Reichsstraße selber, wenn ihr sie dann betretet, hattet sie ja schon das ein oder andere Mal gesehen, als ihr an Werheim angelandet seid, ist es nur noch riesig, bröckelig. Und macht das Vorankommen vor allem mit Wagen, mit schweren Wagen, sehr, sehr schwer, sodass diese dann immer mal wieder stecken bleiben würden. Ihr müsst die Pferde dann mit aller Sorgsamkeit dann über die Risse hinüber bugsieren. Könnt ihr dann wirklich nicht in einen richtigen Galopp gehen, sondern müsstet dann langsam euch hindurch bewegen und könnt dann auch noch die schweren Spuren von Knochengeräte erkennen, die dann hier vor einiger Zeit dann sicherlich mal langgezogen sind. Immer mal wieder einige Boronräder, die hier im Staube stehen, wohl vor neuerer Zeit aufgestellt.
wo irgendwelche begrabenen Ritter liegen, irgendwelche Schlachten, die gefochten worden sind. Und dann könnt ihr nach einigen Meilen, die ihr geritten seid, erkennen, wie dort vor euch eine große Armee liegt. Die Zelte links und rechts neben der, neben der Reichsstraße aufgebaut. Könnt ihr dann auch erkennen, wie sie Wachposten eingesetzt haben, die dann dort stehen, allesamt mit dem Banner vom entweder Roten Mond oder mit einem Raben versehen, an Sven von Rabenmunds her, was dann hier kurz vor Sancta Boronia und der Trollpforte steht, angelandet ist. Weiterhin schweres Gerät, was ihr auch schon beim ersten Mal bei Wehrheim gesehen habt, also Belagerungsgerät. Schwere Rammen, Rotzen, Skorpione, die dann hier mitgeführt worden sind. Und ihr werdet dann sicherlich auch nach einiger Zeit von den Spähern entdeckt werden. So dass euch dann ein kleiner Spähtrupp zu euch aufmacht. Endlich sind wir da. Im Namen von Answin von Rabenmund möchten wir euch willkommen heißen. Wer seid ihr und wohin wollt ihr? Götter zum Gruße. Ich bin Goldhand, das sind meine Begleiter. Wir sind hier, um darum Herren zu verhandeln. Von wem kommt ihr? Ihrer Majestät der Kaiserin. Kaiserin Oha, ja? Selbstverständlich. Stellt euch nicht dümmer, als ihr seid. Wir waren schon einmal bei eurem Herren zu Besuch. Nun führt uns dahin. Seid so gut. Er nickt. Beleidigt mich nicht. Ich muss nur sicher sein. Es gibt dieser Tage viele Kaiser. Oder diejenigen, die sich so nennen. Damit dreht er um und würde euch dann in Richtung des Lagers führen, wo ihr dann tatsächlich auch wieder das etwas größere Zelt findet, in dem ihr schon einmal drin standet, wo der Wachposten dann sein Pferd einmal anbinden würde. Könnt dann verschiedene andere Recken erkennen, einige Helden hier und da. Könnt ihr tatsächlich auch Jeroban von Liliengrund wieder erkennen, den ihr schon gesehen hattet. Auch den einen oder anderen Fexgeweihten, der euch im Zelte von Answin damals begegnet ist. Und wenn ihr dann ebenso eure Pferde dann vorher anbindet, würde tatsächlich auch mal ein Jäger an Mira herantreten und auch dann vor Rafim. Verzeiht, darf ich mich um euren Eisbären kümmern? Ich glaube, es ist nicht angebracht, vor den Kaiser mit einem Eisbären zu treten. Ich kann euch an der Stelle informieren, dass ich eine Erlaubnis der Kaiserin habe, diesen Bären überall hinzuführen. Kaiserin Rohaias Wort wird hier in diesem Zeltlager nicht gelten. Verzeiht, mein Herr. Ich möchte euch nicht beleidigen, aber die Anwesenheit eines Eisbären in der doch lebensbedrohlichen Situation von Answin kann ich nicht verantworten. Ich würde mich gerne um dieses Tier kümmern. Dann bleibe ich auch draußen. Er nickt. Kümmert ihr euch um das Answin-Gespräch? Komm, Mira, Schatz, setz dich mal zu Papa. Ich setze mich auch auf den Boden. Nun, Isarun habe mir, ihr habt bereits mit ihm Kontakt gehabt. Ich werde euch erst einmal, besonders euch, Isarun, das Reden überlassen, denke ich. Wie ihr wünscht. Zögert aber nicht, eure Meinung kundzutun. Ihr kennt mich. Leider, ja. Gibt's. Ich möchte mich, wenn wir hier so durchlaufen, durch dieses Herlager, möchte ich mir einfach mal umsehen, grobe Einschätzung kriegen, wie die beisammen sind. Wie sind die Soldaten drauf? Wie ist deren Ausrüstung gewartet, etc.? Wie sehen die Zelte aus? Die Zelte sehen hervorragend aus. Die Ausrüstung sieht hervorragend aus. Sie sind nicht müde, sie sind nicht erschöpft. Sie sind, auch wenn sie erst seit kurzem hier gelagert haben, einige Zelte werden auch immer noch in den Boden getrieben, einige Heringe, die da aufgespannt werden. Aber ja, sie sind bei guter Dinge. Die Moral ist hoch und sie wissen, was sie tun. Allesamt kommen sie aus dem Norden. Das kannst du an den Gesichtszügen erkennen. Alle sehr bleich, möchtest du meinen. Irgendwo von Lohwang oder aus dem Sveltal. Und kein einziger aus dem Süden. Okay. Auch vielleicht den einen oder anderen Torwaler. Ja, so könnt ihr dann in das Zelt treten, wo ihr dann viele verschiedene Personen erkennen könnt, den einen oder anderen. Answin den Jüngeren, auch er ist anwesend, was Jalan so ein bisschen die Bitterkeit in den Mundwinkel treibt. Ihr könnt Barnhelm von Rabenmund erkennen und auch Answin den Älteren, der hier in dicke Pelzmäntel gehüllt sitzt, ein alter tattriger Mann, würdet ihr meinen, sitzt er dann hier auf einem, es ist kein Thron, das ist einfach ein sehr großer, mit Pelzen ausgestatteter
Sitzmobiliar, was vielleicht thronartig aussieht, aber das liegt nur daran, dass es jetzt so sehr kalt ist und so sehr viele Pelze darauf liegen und die, ja, die ihn dann vor der Kälte schützen. Ebenso im Raum eine große Tafel, die allerdings nicht vor euch steht, sondern an einer Karte, die jetzt an der Wand hängt, an der Zeltwand, ja, mit vielen weiteren Pins drin. Vor allem eine große Karte mit Nahaufnahmen der Trollmauer. Mit Vermessung, mit Erkundigungen, die die Schützen und die Speer mittlerweile eingeholt haben. Torhaus und dann ja, verschiedene Bastionen oder Schädelpfähle, die darauf markiert worden sind. Er nickt euch zu, wenn ihr dann das Ganze betretet und bietet euch dann Stühle an, die dort stehen. Bin nicht überrascht, euch hier zu treffen. Die Götter mit euch. Und mit euch. Bitte erzählt uns doch, was passiert ist, seitdem wir uns das letzte Mal vor Wehrheim getroffen haben. Was gibt es Neues? Er nickt einmal in Richtung von Barnhelm, der wird dann in eine Truhe gehen, in etwas Kram und sich nochmal vergewissern, dass Answer tatsächlich auch diesen einen Gegenstand meint, der nickt dann nur. Und Barnhelm holt dann einen Brief hervor. Den breitet er aus, streicht ihn noch einmal glatt und gibt ihn dann dir, Isarun. Ihr werdet sicherlich davon gehört haben, allerdings sei euch hiermit auch dieses Schriftstück offengelegt. Wir haben keine Geheimnisse vor euch. Auf dem Schriftstück steht: Ihr, Answin von Rabenmund, habt euch umgehend nach Romulus zu begeben. Dort werdet ihr euch, nachdem ihr vor 15 Jahren aus kaiserlicher Haft geflohen seid, in die Gewalt und Gnade der Kaiserin Rohaya, Königin von Garetien, Dapatien und dem Kosch überstellen, bis über euch ein endgültiges Urteil gefällt wird. Nun, lasst mich euch einmal versichern, dass ihr weder hier sind, euch einzutreiben, noch ein Attentat zu verüben. Ich habe auch nicht erwartet, dass ein Attentat von einem Pfeil des Lichts unter einem Mannstrahler ausgeführt wird. Keine Sorge. Er versucht sich so ein bisschen aufzurichten, aufzustellen. Er zieht nochmal die Felle nach oben, damit ihm das nicht kalt wird. Könnt tatsächlich erkennen, er ist immer noch würdevoll, so wie er es vor einigen Wochen in dem Zelt war, aber trotzdem ist er alt und zittrig. Ein alter Mann. Guckt euch dann mit weisen Augen an. So eine bleierne Stille, die sich so ein bisschen übers Zelt gelegt hat, als aufgestanden ist, und alle Augen, die dann auf euch oder Anzeigen gerichtet sind. Stellt sich dann an die Karte des Mittelreiches, vor allem Tapazien. Hände verschränkt am Rücken, eingefallene Schultern. Steht eine Weile stumm da. Sagt der Königin, sagt der Kaiserin, dass wir vor der Trollpforte stehen und diese befreien und sichern. Nicht daran denken, uns irgendwo hin zu überstellen. Wir haben Greifenfurt, Burg Rabenmund, Wehrheim und Boronia befreit. Wir dürften wichtige Neuigkeiten für Rohaya sein. Warum? Weil wir ein Mann von Blut und Ehre sind. Und unsere Base im Grunde, ihr könnt ihr ausrichten, Blut sei Blut, Ehre sei Ehre. Beides kann einem nicht abgesprochen werden, wenn derjenige keinerlei Begriff davon hat. Die blutige Rabenfeder? Er schüttelt nur beim Kopf. Das kann ich nicht akzeptieren. Ich fürchte, es steht uns nicht an. Internen Familienangelegenheiten uns dort einzumischen. Euer Gefolgsmann stellte uns euch als Kaiser vor. Ist das in eurem Sinne? Nein. Ich heiße mich nicht selbst ein Kaiser. Kein Truchsess, Thronräuber, Usurpator. Das war ich nie und werde ich nie sein. Und ich kann den Groll gegen mich verstehen. Doch ich sagte bereits euren Freunden, dabei deutet er einmal rüber zu Isarun, dass ich einem Lug und Verrat aufgesessen bin und fliehen musste.
Wonach strebt ihr dann, Answin von Rabenmund, wenn es nicht die Kaiserkrone ist? Das Reich zu retten. Das habe ich immer versucht. Und für jemanden, der behauptet, nie Kaiser gewesen zu sein, erinnere ich mich noch sehr lebhaft an die Beschreibung eurer Kaiserkrönung in Gareth. Wart ihr selbst dabei, Junge? Nein. Was habt ihr dann also gehört? Eurem Akzent vernehme ich nach, dass ihr aus Tovrien kommt. Die Berge sind hoch und der Weg ist weit. Und man sagte, dass ihr euch die Krone habt aufsetzen lassen, nachdem Hall verschwand, während der Ork mitten im Reich stand. Die Geschichte wird wie immer von Siegern geschrieben. Und wenn sie mich haben, diese Lüge wurde irgendwann zur Wahrheit. Je länger man sie erzählt. Was glaubt ihr, warum ich nicht von Werheim Richtung Süden gezogen bin und Gareth angriff, wenn ich es doch konnte? Warum ich nicht der Romulus abgebogen bin, sondern nun an der Treuforte stehe? Er deutet auf die Zeltwand. Das ist ein Symbol. Bis hierhin gehen die schwarzen Lande und nicht weiter. Nun sind sie geöffnet. Ich werde dafür sorgen, dass sie wieder geschlossen werden. Denn Kaiserin Rohaya, in Gewalt und Gnade, Königin von Gerätien, Dapatien und Tenkosch, so wie es in diesem Brief steht, vermag dies nicht. Sie ist ein Kind. Sie ist ein Kind von kaiserlichem Blute, das Zeit ihres Lebens dafür ausgebildet wurde, diese schwierige Aufgabe zu übernehmen. Ich finde, als Bürger dieses Reiches müssen wir unser Bestes tun, um sie dabei zu unterstützen. Deswegen stehe ich an dieser Treuepforte. Ich verlange nicht viel. Aber wenn meine Diplomaten, meine Boten, der Baron von Imling nach einem unter der weißen Flagge stehenden diplomatischen Spruch eingekerkert wird, in den Gefängnissen der Stadt Gareth verweilen muss, dann ist ein weiteres Verhandeln nun wirklich nicht möglich. Ich denke, es ist entschuldbar, dass ihr für ihre kaiserliche Majestät ein gewisses rotes Tuch darstellt. Habt ihr doch, zumindest dem allgemeinen Glauben nach, einen Attentat auf ihren Vater verüben wollen? Ich habe Brynn nicht wirklich kennengelernt. Ich habe Ema nicht kennengelernt und Rohaya oder Hippolyta ebenso nicht. Von Selindian sagt man nichts Gutes. Ein Stier mit wildem Kopf. Ebenso soll wohl Rohaya die Rondra am Blute liegen, aber weniger der Fex, weniger Praios. Er nickt. Legen wir das Reich auf die eine oder andere Weise einmal beiseite. Ihr habt Werheim befreit, sagt ihr. Nach allem, was man hört, lebt allerdings der Drache noch. Der Drache lebt. Es gab einen Befreiungsschlag. Wart ihr dafür verantwortlich? Schaut einmal zu Iserun. Ich fürchte nein. Wir haben derweil im Osten aufgeräumt. Ein Befreiungsschlag gegen Warunk? Warunk ist frei. Das meine ich. Die Ablenkung, die erforderlich war, um den Drachen aus der Stadt Werham zu locken. Die haben wir genutzt. Wie sieht es in der Stadt aus? Ist davon überhaupt noch etwas übrig? Die Stadt ist eine Geisterstadt. Leomar vom Berg, als ehemaliger Reichserzmarschall, versucht dort aufzuräumen. Aber auch er wurde verstoßen von Rohaya. Er tat nie etwas Unrechtes. Er verließ uns am Vorabend der Schlacht. Mit Lutisana an seiner Seite. Mit Lutisana an seiner Seite. Eben jene tat ebenso nichts Unrechtes, sondern ward eingesetzt als Doppelagentin von Dexter Nimrod. Ebenso wie Dexter Nimrod mich verriet, verriet er auch Lutisana. Eben jene versuchen wir nun zu befreien. Elnan von Dunkelstein sitzt auf den Trollmauern. Was dies angeht, bringen wir Nachricht. Offensichtlich wird Elnan von Dunkelstein mit etwa Regimentsstärke versuchen auszubrechen und den Zusammenschluss mit Asmodeus von Andergast zu wagen. Wir versuchen dies zu verhindern. Dunkelstein wird sich nicht von diesen Mauern entfernen können. Wir werden dafür sorgen, dass er hier und heute stirbt. Das ist eine gute Nachricht. Habt ihr vor, noch heute einen Angriff anzustimmen? Das wohl. Nun gut.
Wenn ihr mögt, begleitet uns. Die Trollmauern sind nicht mehr das, was sie früher einst waren, als wir sie gegen die Oger verteidigten. Der Schwarze Wall lebt. Er deutet dabei wieder einmal auf die Draufsicht, auf die Frontansicht der Trollmauer. Wir sind die Informationen, die unsere Späher einbrachten. Wenn ihr mögt, schließt euch uns an. Wir werden Jelnan von Dunkelstein töten und die Pforten wieder schließen. Ich sage, sie sind ein Symbol. Ihr wünscht, wenn wir dies tun. Und sei es nur als, nennen wir es Friedensgeste. Wenn schon nicht von ihrer kaiserlichen Majestät selbst. Wenn ihr in ihrem Namen verhandeln könnt, dann überbringt ihr meine Nachricht. Ich will Alvan von Unterallatist zurückhaben. Er war ein Diplomat. Unter weißer Flagge. Wir werden alles tun, was in den Sinn des Weisheit machbar ist, um dies in die Wege zu leiten. Darauf habt ihr mein Wort. Nun, vielleicht hättet ihr jemand anderen schicken sollen. Nicht einen Verräter. Ja, und das ist nicht der Moment. Das ist die Wahrheit. Weiß, aber nicht der Moment. Gut, wir werden der Kaiserin diesen Wunsch übermitteln. Er nickt. Es wird der Tag kommen, da wird der Drache sich wieder zeigen. Nach allem, wie es aussieht, wird die Macht eines Kaisers nicht reichen, um ihn zu besiegen. Wenn es soweit ist, wird es nötig sein, dass ihr zusammen mit den Gerätern auf demselben Feld steht. Er nickt. Ich nicke auch. Und damit ist alles gesagt. Sagt Herr Answin, wenn diese Schlacht geschlagen ist, ist dann der Plan, die Trollmauer einzureißen? Bleibt ihr hier? Was gedenkt ihr mit diesem Ort zu tun? Der Wall wurde nicht von Menschen gebaut. Allein die Ausmaße zeigen dies. Die Trolle einst haben ihn errichtet. Wir haben den Wall gegen den Ogerzug aufgeschüttet. Er wurde von Kaiser Harl verteidigt. Orberat allerdings hat ihn in der Dämonenschlacht seinen Geist aufgezwungen. Er ist in den Wall aufgegangen und lebt in ihm fort. Er ist permanent magisch. Dämonen, die in ihm herumgeistern. Und irgendetwas, was ihm Leben einhaucht. Wir werden ihn vielleicht nicht lange halten können, aber schließen, das versuchen wir. Und ebenso wollen wir die Dunkelsteine mit den Werwölfen darin vernichten. Wenn ihr sagt, dass Jelnan eigentlich durchbrechen möchte zu dem Verräter Asmodeus von Andergast, können wir ihm wohl vielleicht ein weiteres Mal ein Schnippchen schlagen. Es gibt viele Untote, die nicht nur auf dem Wall leben, sondern im Wall. Damit meine ich nicht im Inneren, sondern im Stein. Vielleicht können wir ihm eine Falle stellen. Wir geben ihm eine Möglichkeit, diesen Ausbruch zu versuchen. Und sobald er hindurch ist, können wir ihn umschließen und an einem Bergen zerdrücken. Natürlich habt ihr sehr viel mehr Erfahrung in solchen Belangen als wir. Er nickt. Wir müssen dafür sorgen, dass er nicht entkommt. Weder er als Heerführer, noch ein Teil seiner Truppen. Werwölfe sind schnell. Werwölfe? Na, ich kann mich an eine Zeit erinnern, als die noch als Märchen abgetan wurden. Sie wurden im gleichen Atemzug wie Vampire genannt. Die sind wahrlich ein Märchen. Heißt es nicht, sie tragen einen Fluch in sich? Ihr hört so viele horasische Opern. Das ist keine Oper, das ist Wahrheit. Es waren hellere Tage, als man Werwölfe und Ähnliches noch für Märchengeschöpfe hielt. Ebenso wie Untote. Als sie dann in Mendena auftauchten, waren wir alle sehr überrascht. Er deutet wieder mit seinem zittrigen Finger auf den Wall. Er sieht aus der Entfernung sehr statisch aus. Abgesehen von den obskuren Bannern, die im Wind flattern, lässt sich sonst keine Bewegung ausmachen. In sicherer Entfernung von ungefähr 1 bis 2 Meilen haben immer wieder Wachposten, verfallenen Wachtürmen oder Burgen aus die Aussichtsplattform stellen.
gibt einige ungewöhnliche Vorkommnisse, Truppen über natürliche Phänomene. Damit werden wir fertig. Unsere Fexgeweihten werden sich darum kümmern. Wir haben auch einige Golgariten. Nur die Rondrianer schließen sich uns aufgrund der Tatsache, dass wir Lutisana von Perikum suchen, weiterhin nicht an. Was ist mit Lutisana geschehen? Er versucht in meinem Namen den Weg durch den Wald zu wählen. Sollte die schwarze Stadt Warung einnehmen, für die Ablenkung dort sorgen und wurde hier aufgegriffen. So zumindest unsere Späher. Vom Dunkelsteiner. Korrekt. Das heißt, es sind auch noch weitere Truppenteile mit ihr gefangen genommen worden oder getötet worden? Eine kleine Eingreiftruppe, vor allem Fexgeweihte, die ebenso an ihrer Seite geweilt haben. Jelnand von Dunkelstein kennt sie wohl aus den Tagen in Yol'Gurmak. Was habt ihr vorhat? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er sie gefoltert. Wir werden es sehen. Ich gehe davon aus, dass sie noch lebt. Dunkelstein ist zu rachsüchtig, um sie direkt umzubringen. Was ich mich frage, wie wollt ihr diese Ogermauer einnehmen? Ein ganzes Heer hat es nicht geschafft, damals in der großen Schlacht. Ihr wollt es hiermit bei ein paar hundert Leuten schaffen? Nun, damals gab es keine Werwölfe, sondern Borberat mit seinen Heptarchen an seiner Seite und eine ganze Armee, die nicht durch das Tor hindurchgepasst hätte. Damals wurde Brin, den Sagen nach, vor den Augen der ganzen Armee zerrissen von Zantim. Ich war damals nicht an seiner Seite. Wäre ich es gewesen? Zuckt mit den Schultern, lässt es offen stehen. Vielleicht hätte ich es verhindern können. Wir hätten aus diesem Patt vielleicht einen Sieg herausgeholt.